Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück auf der Ravenport. So, neue Aufnahmesession und ich habe mir eben mal einen kurzen Überblick verschafft. Wir haben irgendwie ein bisschen getrödelt, habe ich mal festgestellt. Letzte Folge haben wir Feld 3 eingesät. Das ist auch soweit okay. Das ist auch schon in der nächsten Wachstumsstufe, so wie ich das jetzt sehe. Da können wir schon wieder drüber düngen. Wir müssen Feld 2 noch einsehen und dann habe ich halt gesehen, was richtig doof ist. Feld 1 ist schon ausgewachsen und da fehlte noch eine Düngestufe. Irgendwo haben wir da geschlammt oder es ging jetzt irgendwie auch doch verdammt schnell. Jedenfalls sollten wir jetzt mal zusehen, wir düngen mal eben fix Feld 3 und holen dann die Ernte von der 1 runter und kümmern uns dann der Reihe nach einfach mal weiter um die Felder. So, dann springen wir dazu. Oh Gott, das ist immer noch so laut. Ich habe es gerade schon leiser gemacht. So. Dazu springen wir eben in den Fendt rein. Und machen die Pflegebereifung drauf. Besser ist das. So, Konfiguration. Pflegebereifung. Nehmen wir. Sehr schön. So, und auf geht das. Schnappen wir uns den Düngestreuer auf die Schnelle. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich versuche mal ein bisschen mehr mit den Spiegeln zu arbeiten. Okay, auffüllen müssen wir den noch. Wo war Plane auf? Da ist Plane auf. Dünger. Bitte. So viel haben wir auch nicht mehr. Müssen wir auch mal gucken, dass wir das nochmal nachfüllen bei Zeiten. Ja, irgendwie haben wir da ein bisschen rumgeschlammt. Das ist ziemlich uncool. Haben wir jetzt natürlich weniger Ertrag auf Feld 1. So, aber wir kümmern uns auf jeden Fall hier um das Feld. Nimmt er das auch an, oder? Ja, nimmt er auch an. Sah gerade ein bisschen merkwürdig aus. So. Ja, dann machen wir das schnell, ernten Feld 1 und dann geht es weiter auf Feld 2 einsehen. Dann Feld 3 einsehen, Feld 1 einsehen. Dann mit dem Düngen weitermachen, dass wir diesmal keine Düngestufe verpassen. Müssen wir nur mal gucken. Ich denke mal, dass wir auf Feld 1 dann mal Hafer drauf machen. Da könnten wir unser erstes Stroh wegholen. Schon mal ein bisschen Hafer einlagern für Pferde. Denn ich würde mal behaupten, als nächstes sollten wir vielleicht, oder würden wir uns die Pferde holen. Dafür habe ich auch schon die Pferdehelfer-Mod. Die ist auch schon drauf. Habe ich direkt mit reingenommen. Funktioniert auch. Heißt, man muss die Pferde nicht mehr ausreiten. Würde ich hier auch alleine gar nicht schaffen. Daher habe ich mich dazu entschieden, den Pferdehelfer zu nehmen als Hilfe. Der nimmt dann halt am Tag 300 Euro pro Pferd. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich denke mal, dass wir vielleicht uns mit 8 Pferden erstmal zufrieden geben. Weiß nicht, ob wir uns direkt gleich den großen Stall holen. Das müssen wir uns dann mal durchrechnen. Wobei, eigentlich bekommt man gutes Geld. Ich hab gehört, 50.000 für ein komplett gesundes, ausgerittenes, gepflegtes Pferd. Und 5.000 kostet es. Das ist halt natürlich die Frage, wie lange braucht das Pferd, wie viele Tage? Ich glaube, 10 Tage soll es wohl dauern. Bin mir da aber nicht sicher, ob diese Angabe stimmt. Das wären dann 3.000 für den Pferdehelfer schon, plus 5.000 Anschaffung sind wir bei 8.000. Wenn wir noch 42 Gewinn machen, wenn wir dann natürlich jetzt noch die Stroh, ja gut, Stroh ist ein Nebenprodukt im Grunde, aber wir brauchen trotzdem die Maschinen dafür. Beziehungsweise eigentlich ja nur erstmal einen Ladewagen. Um Stroh zu sammeln, brauchen wir ja nur einen Ladewagen im Grunde. Weil Ballen will ich erstmal gar nicht wirklich pressen im Moment. Wir haben ja auf der Nordfriesischen Marsch das Problem gehabt, da haben wir es ja festgestellt, wir haben dieses tolle Lager,
Welches aber aus Ballen, also ne, da steht Ballenlager bei und dann haut man da einen Ballen rein und hinterher ist es doch wieder lose. Dafür muss ich mir nicht die Arbeit machen, einen Ballen zu pressen, wenn ich es dann nur lose wieder rausholen kann. Dann kann ich es auch gleich lose bei uns ins Lager schmeißen. Sparen wir uns eine Menge Zeit, Geld und Arbeit. Daher ja, eigentlich nur ein Ladewagen für Stroh, Hafer einfach erstmal ins Lager schmeißen. Dann hätten wir da auf jeden Fall ein bisschen was auf Vorrat. So, jetzt sind wir hier erstmal fertig. Dann bringen wir das mal weg. Und dann müssen wir nur. Ja, hier wahrscheinlich gleich. Die Anhänger dran machen, die wir ja benötigen. Ja, gibt auch. Mittlerweile Cursplay habe ich jetzt gestern, also auf dem Sonntag war das, ich nehme auf dem Montag auf. Ihr seht die Folge ja erst am Mittwoch. Nein, nicht ausmachen. So. Ja, halt am Sonntag runtergeladen. Kurz, aber auch nur ausprobiert, ob es überhaupt funktioniert. Es funktioniert auf dem Server leider nicht. Denn gerade auf Hauptfach würde ich Cursplay verwenden wollen. Hier erstmal noch nicht. Sag mal, noch kommen wir hier ganz locker klar. Ich will mir auch nicht gleich schon wieder den ganzen ja, Spielspaß nehmen. Durch Curseplay ist jetzt auch übertrieben. Aber ich möchte damit jetzt nicht schon wieder gleich anfangen. Noch kommen wir hier klar. Für die Hauptfach wäre es ganz cool gewesen, wenn es auf dem Server laufen würde. Aber ja, müssen wir halt erstmal gucken, wie wir das mit dem Server geregelt kriegen. So. Renn in den John Deere Drescher. Sieht das aus? 17 und 10%, das ist noch sehr gut, da kommen wir noch locker mit hin. So. Ich glaube, den Schneidwerkswagen, den können wir erstmal verkaufen. Hier oben ist Gott sei Dank einfach gar kein Verkehr. Und da die ja sowieso nur Ärger machen, auch, also halt irgendwie wegrollen, beziehungsweise ich werde es vielleicht nochmal einmal ausprobieren, denn bis auf der Nordfriesischen hat es komischerweise eigentlich relativ gut geklappt, wenn man wirklich angehalten ist, abgekuppelt. Dann haut der auch nicht wirklich ab. So, aufklappen. Ja, da müssen wir jetzt leider einmal mit wenig, mit nur einer Düngestufe abernten. Da habe ich irgendwie nicht aufgepasst. Dumm gelaufen. Egal, müssen wir jetzt durch. Gibt auch einen Ertrag. Ja, und dann dürft ihr euch gerne darauf einstellen. Wie gesagt, ihr seht das Video jetzt am Mittwoch, dass ich zum Wochenende hin, ich plane es jetzt mal mit Sonntag ein, dass Sonntag das erste Hopfach-Video kommt, zusammen aber, also gleichzeitig auch mit der Ravenport. Und dann wird es sich immer abwechseln, dass wir montags Ravenport, dienstags Hopfach, Mittwoch Ravenport, Donnerstag Hopfach, Freitag Ravenport, Samstag Hopfach, Sonntag beide Projekte. So ist es jetzt erstmal geplant. Und sollte an und für sich auch wirklich noch gut handelbar sein. Dass ihr euch da schon mal langsam darauf einstellen könnt, dass es am Sonntag losgehen wird. Für alle, die am Freitag und Samstag meinen Stream nicht verfolgt haben, sage ich jetzt auch gern nochmal, das waren die letzten Streams auf YouTube. Der nächste Stream, der jetzt am Freitag folgen soll, der wird nur noch auf Twitch stattfinden. Heißt also, wer weiter in meine Streams gucken möchte, der müsste das dann auf Twitch tun. Da könnt ihr mich genauso unter Taylor Joe finden, aber die Verlinkungen stehen auch hier unter dem Video. Und für alle, die noch keinen Twitch-Account haben und dennoch gucken wollen, da tut es mir natürlich halt wirklich leid. Entweder ja, müsst ihr euch einen Twitch-Account dafür erstellen. Ich sag mal, ihr habt auch Vorteile. Gibt halt wirklich viele gute Streamer, die nur auf Twitch streamen. Es ist eine schönere Plattform zum Streamen und daher habe ich mich da jetzt drauf eingeschossen. Zumal es so oder so schon ein bisschen Grauzone ist, auf zwei Plattformen zu streamen. Ich bin zwar noch kein, ne, von Twitch-Partnerschaft sind wir noch weit weg. Denn als Twitch-Partner darf man es auf gar keinen Fall mehr.
Aber ich möchte halt auch gar nicht weiter irgendwie, dass ich da mal irgendwann Ärger bekomme. Ist auch ein Punkt, der damit zuzählt. Ja, die Streams, die werde ich dann auch nebenbei immer aufnehmen, die dann auf Twitch sind. Und ja, Best-of-Videos draus machen. Ich bin jetzt dabei, oder ich habe angefangen, mal das vom Freitag zu schneiden. Wie gesagt, ich habe damit angefangen. Ich muss mal gucken, also ich muss mich da jetzt selbst auch noch so ein bisschen reinfinden, dass ich das so hinbekomme, wie ich es mir gerne vorstelle. Ist natürlich dann auch mal eine Frage des Videomaterials. Ist da genug bei für ein Video? Ansonsten müsst ihr halt zwei Streams zusammenschneiden. Wenn da hinterher nur ein 3-Minuten-Video rauskommt, das wollt ihr ja auch nicht sehen. Ich möchte schon, dass die so 10, also auch 10 bis 15 Minuten haben, die Videos. Diese Best-of-Stream-Videos nenne ich es jetzt einfach mal. Daher, ja, kann es halt auch sein, dass ich dann einfach zwei Videos oder zwei Streams zusammenschneide. Da bin ich aber, wie gesagt, dabei, muss mich noch ein bisschen reinfuchsen, gucken, was das Material hergibt. Ich muss halt natürlich auch dementsprechend gucken, wie ich das nächste Mal besser handle, denn ich muss jetzt das ganze Videomaterial nochmal durchsichten, weil ich halt auch nicht mehr komplett im Kopf habe, was wann wo war. Vielleicht sollte man sich vorher mal Notizen machen oder so während des Streams. Wobei andererseits könnt ihr auch auf Twitch zum Beispiel Clips erstellen, Highlight-Clips und so weiter, die mit in das Video kommen sollen aus dem Stream. Wo ich dann halt natürlich schon einen Ansatz habe, ah, guck mal, das war was Gutes, das wurde geklippt, das kann ich mit reinnehmen, die Szene. Da könntet ihr mich natürlich ein bisschen unterstützen und also beim Schneiden und ihr euch natürlich auch ein schönes Video mit zusammenbauen oder mitbestimmen, auch mehr oder weniger, ne? Ja, das mal eben zu dem Thema, für alle, die es halt noch nicht mitbekommen haben. Ja, das war das mit den Twitch und wie gesagt, Hauptfach soll dann jetzt auch gerne losgehen. Ich habe vom Anton gehört, der braucht da jetzt nicht mehr so lange, also von daher werde ich dann Sonntag die ersten, das sind dann die ersten drei Videos, die kommen vom Hauptfachprojekt. Das ist das, die Bauvideos, wie ich den Hof gebaut habe, erstellt habe, also ganze Landschaft geplättet und angepasst, so wie ich es wollte, und Gebäude aufgestellt und so weiter und so fort. Gibt es dann auch eine kleine Übersicht über den Hof, bevor wir dann mit dem letztendlichen Spiel anfangen. Wie gesagt, das sind dann drei Videos, das heißt, den Sonntag, den Dienstag und den Donnerstag sind dann die Baufolgen und dann würde auch schon das erste richtige Spielevideo kommen, wo wir anfangen. Ich hoffe, dass die gute Shia dann auch von Anfang an mit dabei ist, dass sie Lust hat. Mit der möchte ich das gerne zusammen machen, das Projekt. Und dann schauen wir mal. Ich meine, wenn sie mal nicht kann, dann mache ich das auch halt alleine. Das ist mir aber auch, das ist auch eigentlich so abgesprochen, ne? Und von daher, aber wird schon laufen. Und ich hoffe, dass euch das Projekt auch wirklich gefallen wird. Auch wenn wir da wieder quasi nicht von null anfangen, weil wir haben uns diesen Hof erstellt mit Gebäuden und mit, wir haben auch Fahrzeuge gekauft, ist halt wieder, viele finden es ja gecheatet. Ja, ich nicht, denn wir verfolgen ein Ziel in dem Projekt und ich habe halt auch nicht alles. Also wir haben den größten Teil an Fahrzeugen haben wir, ja. Ich habe aber nicht unbedingt immer die größten Sachen gleich genommen. Also so, dass immer noch Verbesserungspotenzial ist, wo man darauf hinarbeiten muss. Die Tiere haben wir noch nicht gekauft, die müssen wir auch noch alle kaufen. Heißt, es wird so oder so schon gut ins Geld gehen. Ich muss nur mal gucken, mit Anton absprechen, mit wie viel Geld wir denn jetzt letzten Endes starten wollen. Ich würde gerne ja maximal 1 Million ansetzen. Denn oder mit 1 Million sollte man schon gut hinkommen. Wir brauchen ja auch noch Saatgut, man braucht noch den Dünger und diesen ganzen Schnickschnack, den müssen wir auch noch kaufen. Also wie gesagt, nicht nur die Tiere, sondern Felder haben wir auch schon gekauft, das eine oder andere. Die müssen wir natürlich auch alle erstmal anfangen zu bearbeiten. Ich glaube, bis man da durch ist, ist dann auch wieder Zeit vergangen und man hat Materialeinsatz und so weiter. Von daher 1 Million ist Maximum und ich glaube auch relativ gut angesetzt mit dem Maximum. 500.000 müsste man mal gucken. Ich will halt auch nicht, dass das Projekt da so lange, dass man jetzt wieder 8 Wochen darauf wartet, dass man genug Geld hat.
dass man 8 Wochen nur Soja verkauft, ein bisschen Wiese mit, also Silageballen verkauft und so weiter, sondern dass man wirklich anfangen kann. Dass man wirklich anfangen kann mit den Tieren und Züchten und Aufpäppeln und alles, was dazugehört. So stelle ich es mir halt vor. Ja. Das mal dazu geschnackt. Was wollte ich euch noch erzählen? Da gab es auch noch den einen oder anderen Punkt, den ich noch erzählen wollte. Jetzt fällt es mir gerade wenig ein. Ich sollte mir das nächste Mal eine Liste hier hinlegen mit den Stichpunkten. Dann habe ich auch nicht mehr das Problem. Aber im Grunde ist es jetzt auch nicht schlimm. Wir haben die Folge schon wieder rumgekriegt. Machen nächste Folge hier noch fix weiter. Sollten wir auch locker schaffen. Dann haben wir das auf jeden Fall hinter uns gebracht. Schafe. Ich glaube, um die Schafe müssen wir uns auch noch kümmern, oder? Ne, das haben wir schon gemacht. Ich schaue da gleich nochmal eben fix rein und ja, wir haben auf jeden Fall dicke zu tun. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr wieder dabei gewesen seid und zugeschaut habt. Und hoffe, ihr freut euch dann auch auf das neue Hauptfachprojekt. Wie gesagt, der Eurotruck Simulator hatte ich glaube ich auch schon erwähnt. Der ist auch gestartet. Schaut doch gerne da mal rein, wenn euch das interessiert. Ist mit Sicherheit auch ein ganz interessantes Projekt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder und bis dann. Reingehauen.